hat es immer als Kind so gern gemacht. Sie kam von oben runter. Ich ging die Treppe hoch und es war so. Die Scheune, hinter der wir damals heimlich geraucht haben. Hast du Feuer, komm rum, ich schlag das aus den Augen. Ob ich Reste trinke? Das kann man echt nicht machen. Hallo, duscht hier jemand? Oh, sorry, excuse me. Da duscht gerade jemand. Sie gehen uns auch schon eine Weile hinterher, oder? Ja. Wir haben uns gedacht, am besten fangen wir mal da an, wo ich aufgewachsen bin. Das war hier in der Hermann-Lönn-Straße 24 in Nürtingen, genau in diesem Haus. Es hat sich nicht allzu viel verändert, so dieses Dächle und so, das gab es damals noch nicht. Aber hier oben, das war unsere Wohnung. Da haben wir gewohnt zu fünft, unsere Eltern, mein Bruder und die Oma auch noch mit dabei in den ersten 17, 18 Jahren. Und man sieht hier in der Mitte des Fensters, das war die Küche, da saßen mein Bruder und ich beim Frühstück und hier ist die Bushaltestelle. Also 50 Sekunden weg. Das war natürlich für unsere Mutter war das nervlich nicht einfach, weil der Bus fuhr schon vor und mein Bruder und ich haben uns noch mal Marmelade aufs Brot geschmiert. Gsels, selber gemacht das, ja. Und wenn der Bus kam, dann rannten wir los und kriegten den Bus als allerletztes. Oder man hat ihn gleich verpasst und ging nach vorne und trampte dann rein in die Schule. So, dann gehen wir doch hier jetzt rechts hoch zur sogenannten Versöhnungskirche, evangelisch, wo ich sonntags Orgelunterricht hatte, mit Hits wie natürlich das weltberühmte Danke oder aber auch zum Beispiel Wenn das Rote Meer grüne Welle hat. Wenn das Rote Meer grüne Welle hat, dann ziehen wir frei. Dann ziehen wir frei, heim aus dem Land der Sklaverei. Ja. Willkommen, ein alter Wirkungsstätte. So ist es. Seit wann sind Sie hier, Pfarrer? Oh, das sind bald 15 Jahre. Ah, auch schon? In der Tat, genau. Aber Sie wissen ja, Sie haben hier Hausrecht und dürfen jederzeit... Oh, das höre ich gerne, doch, danke. Doch. Ich hätte auch den Orgelschlüssel, wenn Sie Lust haben. Ja, aber das ist, ich finde, das ist immer so beflissen, so angeberisch. Ja, aber ich finde es trotzdem cool. Viele Organistenkarrieren scheitern ja dran, weil man den Schlüssel nicht kriegt. So ist es. Den muss man meistens im Pfarrbüro abholen. Das ist eigentlich... Ah, sehen Mir Sie. Gefällt aber sehen eigentlich, Sie? Dass Sie die Orgel nicht aufnehmen. Nein, nein, nein. Also, weil ich wollte schon ein paar Töne von Ihnen hören. Das wäre mal ich jetzt. Hier's. Der Trick ist dann, wenn man ja wirklich nicht viel kann wie ich, ja, dass man relativ leise das macht und in so ein meditatives Geschwurbel geht. Ja, wobei das schon ein bisschen karfreitäglich ist hier. Das ist dann Tutti. Hier runter geht es jetzt in das sogenannte Tiefenbachtal. Und hier sind wir früher Ski gefahren. Da lag so viel Schnee, dass man hier Ski fahren konnte. Und ich stand zum ersten Mal auf Skiern, fuhr hier runter, knickte unten um, Haxen gebrochen. Und was ich auch noch mit Freude sehe, die Scheune, hinter der wir damals heimlich geraucht haben, auf dem Weg aus der Schule nach Hause, wo wir dann durchs Tiefenbachtal gegangen sind, um zu rauchen, steht auch noch hier. Dahinter haben wir geraucht. Entweder rauchte man damals HB, Ernte oder Stäubesand, im Mega-Joke-Jargon, stoß mich sanft. Hast du mir das stoß mich sanft? Hast du Feuer, komm rum, ich schlag das aus den Augen. Dahinter. Und wir waren natürlich super clever. Damit die Mütter nicht rochen, dass wir geraucht haben, haben wir uns Rasierwasser über den Pulli geleert. Ich könnte euch ja noch anbieten als Teamservice, weil es wirklich Spaß macht mit euch, dass ich so auch so wie früher David Hamilton, was man hier in den ABC-Lichtspielen anguckte, und ihr lasst es in Zeitlupe laufen,
mit entsprechender Musik drunter. Das alte Hölderlin-Gymnasium, 9 war ich gar nicht mehr, war verteilt auf mehrere Gebäude hier in diesem tollen alten Kern von Nürtingen. Und das hier ist die sogenannte Schlossbergschule. Und hier hatten wir Zeichenunterricht, Musik, Physik und Chemie. Hier ging es in den Zeichensaal rein. Und außer mir hat jeder oder haben viele die Gelegenheit genutzt, hier zeichnen zu lernen. Aber wir haben das mehr so für Entertainment genutzt, weil der Unterricht war auch oft am Nachmittag, wenn man eh schon ein bisschen in der Konzentration nachgelassen hatte. Und wir hatten einen Mitschüler, das war so ein absoluter Motorfreak, so ein Bastler. Und der hatte einen NSU Quickly. Ja? Und der hat gesagt, er wettet, dass er in den Zeichenunterricht mit seinem NSU Quickly hier reinfährt. Und ich sagte, das machst du nie, doch. Und wir trugen das Quickly hier zu viert die Treppe hoch. Hier haben wir das Quickly hochgeschleppt, war ein ordentliches Gewicht. Er blieb stehen, wir gingen rein in den Unterricht. Und dann machte er die Tür auf und dann ging es. Rein hier in den Zeichenunterricht und ich weiß nicht mehr, was es genau nach sich zog, aber er hatte die Wette gewonnen und letzten Endes ist das, was vom Unterricht geblieben ist. Und wo ich das hier so erzähle, fällt mir ein, dass wir jetzt natürlich ein unglaublich romantisches Element in diese Folge einbauen müssen. Wir gehen zu auf die Treppe, in der ich zum ersten Mal meine damalige Freundin gesehen habe, wo es sozusagen wow machte. Und nein, was hat das Schicksal gegen mich gesperrt? Guck dir mal das an. Diese Treppe gesperrt, das kann nur sein, dass das so eine Art Gedenktreppe wird, so was wie die spanische Treppe in Rom oder gleich Stairway to Heaven. Sie kam von oben runter. Ich ging die Treppe hoch, in der Hälfte der Treppe, beide Bewegungen verlangsamten sich ein bisschen und es war so von mir zu ihr und sie hat es auch genauso empfunden, hat sie mir dann später oft gesagt und es war der Beginn einer Schülerliebe. Und jetzt wird diese Treppe mit Gold ausgelegt. Weltkulturerbe und der Ministerpräsident wird sie dann einweihen. Schön. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Neufen und dann hoch über die Neufener Steige, um auf die Alp zu kommen. Hohen Neufen, da haben wir früher viele, viele Ausflüge hingemacht. Ich meine, ich habe es immer ehrlich gesagt widerwillig gemacht, weil ich wollte eigentlich am Wochenende lieber fernsehen. Ja, aber es hieß raus, Bewegung an der frischen Luft. Wir hatten nicht so einen Stubenhocker. Gut, das ist jetzt hier der Parkplatz für die normalen Wanderer. Ich darf weiterfahren. Ich habe mir gedacht, jetzt soll ich so
tun, also besonders schwungvoll rauskomme? Nein, so steige ich aus. Und damit bin ich absolut auf der Seite meiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Gehen wir noch lang? Der Original-Wandersound früher. Ich will nicht wandern. Das ist nicht wandern. Was denn dann? Wir gehen jetzt auf die Burg. Waren die da gefangen? Aber du hast doch gesagt, hier oben sind die Ritter gefangen. Das ist Neufen. Oder ist es Beuren? Ich glaube auch übrigens, dass NATO-Einsätze so entschieden wird, dass man sagt, das ist Neufen oder ist es Beuren? Macht mal, Jungs und Mädels natürlich. Hallo? Was macht ihr hier? Fahrradfahren. Ach so, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ja? Von wo seid ihr hochgefahren? Neufen. Super. Seid ihr die Straße gefahren oder quer durch die Botanik? Meistens Botanik. Meistens Botanik, das sieht man, aber ihr habt natürlich auch wirklich so Bretter. Und nachher Vollstoff runter? Ja. Aber Vorsicht, ne, dass euch Schublad rauszieht, gell? Nein, alles gut. Nee. Aha. Hier ist das Mittelalter zu Hause. Hallo. So. Ach, hier ist heute noch schön Platz im Freien, ne? Am Wochenende sieht es ja anders aus. Und heute Abend ist noch ein Rittermahl hier, ja. Ja? Ein mittelalterliches Mahl, eine mittelalterliche Tafel, ja. Wie sie also auf altertümliche da Art sind Sie dann mit dabei, da bin ja? Ich der Herold und mache Musik. Ja. Wie denn? Was und, für welche? Mittelalterliche Musik und Renaissance-Musik. Auf einer Laute? Ja, auf einer Laute ist auch was dabei. Ja. Ja? Sollen Schweizer sein, die kommen, ja. Aber die kommen aus der Schweiz? Ja. Bitte, ein? 60. Geburtstag. Die kommen aus der Schweiz hierher, um ein Rittermahl zu feiern? Ja. Bekannt, ja. Ja, toll, die, toll. Die kommen gern zu den Schwaben. Ja. Aber Sie sind kein Schwabe. Na, ich bin Magdeburg geboren. Magdeburg? Ja, das hört man auch ein bisschen. Jetzt alter, verlogenster Fernsehsatz. Wir wollen gar nicht stören. Sie heiraten heute, ja? Ja, Sie haben schon geheiratet. Ja. Hallo, darf ich da gratulieren? Natürlich. Darf man Handschütteln oder machen Sie hier wegen Natürlich. Corona? Alles gut. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Viel Glück. Danke. Ja, danke. Ciao. Ob ich Reste trinke? Ich kann man nicht machen. Es lebe Magdeburg. Bringt 11 Jahre Glück. Ich bedauere jetzt, dass ich mich als Kind so wenig dafür interessiert habe. Jetzt wäre es natürlich schon schön, wenn ich Ihnen fundiert was über die Schwäbische Alb sagen könnte. Aber ich sage mal so, fahren Sie hin, schauen Sie es an. Und ich selber war nie jemand, der so verkopft an so ein Naturereignis wie die Schwäbische Alb rangegangen ist. Und ich habe das immer emotional auf mich wirken lassen und war dann einfach auch neugierig, was es mit mir macht. Das ist das legendäre Gleis 2 auf dem Nürtinger Bahnhof, von dem ich dann damals aus gestartet bin. Hier ist die Thälersbahn nach Neufen. Und hier stand ich mit Reisetasche, Plastiktüte und dachte mir, fahre ich mal nach Stuttgart und steige ins Showgeschäft ein. Schon eine Weile her, aber unterm Strich ganz gut funktioniert. Pardon me, mein Tipp, start in die Unterhaltungsindustrie ab Nürtingen Gleis 2. Als ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe für die Schauspielschule, war ich 19 und mit 20 dann angefangen. Aber wir sind ja immer mit der Bahn gefahren, weil wir gar kein Auto hatten, lange Zeit. Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt und bin aber sonntags zum Orgelspielen bin ich noch wieder zurückgefahren. Ja.
Nächste Station, Stuttgart Hauptbahnhof. Wir steigen jetzt aus, würde ich sagen, und gehen mal in die pulsierende Schwabenmetropole. Dann schauen wir mal, wie die Stimmung ist im Theater. Also, da freue ich mich drauf. Diese Ecke, das ist der legendäre Eggensee. Für mich eigentlich mit die Lieblingsecke von Stuttgart. Nicht, weil ich nicht viel anderes kenne, aber es ist die internationalste Ecke. Und Sie sehen das hier mit dem See, da hinten der Landtag. 2:50, die Staatssekretäre sind schon weg mit ihren frisch gewienerten Limousinen. Und auch ein Hauch von Berlin, muss ich hier sagen, weil viel Scheiße auf dem Gehweg. Das ist jetzt das Schauspiel der Württembergischen Staatstheater. Und dieses Haus war praktisch total zentral für überhaupt mein ganzes Leben, weil ich hier den Entschluss gefasst habe, ich möchte auch zum Theater, ich möchte Schauspieler werden. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Wird schon geprobt? Nee, noch nicht. Was wird denn heute geprobt? Maria Stuart. Oh! Premiere in 2 Wochen. Und da hinten ist der Bühneneingang, von dem ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich jemals dieses Theater durch den Bühneneingang betreten kann. Wir können mal einmal rumgehen, denn wir dürfen eine Stunde jetzt auf die Bühne. Das wurde renoviert vor einiger Zeit. Und hier ist jetzt, glaube ich, starke Security-Maßnahmen. Ist das so? Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist jetzt hier. Mal gucken, ob er uns überhaupt reinlässt. Kann ich hier den Pförtner rufen? Hallo? Man hat auch gleich so eine Inspizientenstimme am Theater. Die Damen und Herren, bitte leise zum dritten Akt. Bitte leise zum dritten Akt. Aber heute. Der Pförtner möchte nicht gesehen. Gibt es denn auch fernsehscheue Schauspieler hier im Haus? Nee, das nicht. Aber kommen wir rein? Ja, kommt einfach mit. Danke. Der fernsehscheue Pförtner. Und jetzt schon in der Mediathek. Hier geht's rein. Immer leise, nicht knallen lassen. Das ganze Theater ist renoviert worden und so und sind, glaube ich, 800 Plätze oder so, ne? 650, ja. Und obwohl 650 Plätze sind, hat man die Leute sehr nah dran. Und das war und wir hatten mit der Schauspielschule die 4 Plätze hier an der Ecke. Als Schauspieler war ich dann hier ja in den Anfangsjahrzehnten überhaupt nicht. Ich habe in Augsburg angefangen und bin dann in Düsseldorfer Komödien. Und ich bin dann hier erst engagiert worden, als ich den Bekanntheitsgrad durch das Fernsehen hatte. Das ist ganz klar. Das war auch ganz klar aus PR-Gründen. Aber das war mir ja egal. Ja? Hauptsache, ich konnte dann hier spielen. Ah, Requisite. Ganz wichtig. Hier natürlich das Kreuz, der Dolch Maria Stuart. Und das hier zum Beispiel. Also hier ist, das ist jetzt so eine Art Unterschriftenmappe oder sind Verträge drin. Oder vielleicht wird auch das Todesurteil für Maria Stuart verlesen. Sowas kann bei einer Probe 4 Tage Unterbrechung bedeuten. Ja? Also wenn, nehmen wir mal an, ein Regiegott sagt, braucht er noch so eine Mappe für Maria Stuart. Bring mal eine. Dann geht der Requisiteur und bringt 400 von diesen Mappen zur Auswahl. Dann wird auf eine Mappe ein Blick von nö, finde ich blöd. So, dann schweißgebadet, Klaus-Dieter hat die Mappe nicht gefallen, wir müssen was anderes. Ja, wie denn? Ja, ich habe gehört, wie er vorhin auf der Gästetoilette gesagt hat, er hat mal in Palermo in einem Pizza-Restaurant so eine Mappe gesehen, sowas in der Art. Um Gott, wie kriege ich nach Palermo? Es wird gesucht, es wird recherchiert und so weiter. Und man hat dann einen Kumpel, der eine Mappe aus Palermo tatsächlich besorgen kann. Schickt die mit DHL rüber und man sagt, Klaus-Dieter, jetzt haben wir original die Mappe, die du wolltest, aus Palermo. Er reagiert aber gar nicht, sondern einer der 40 Assistenten sagt, nee, da hat man dir das nicht gesagt, die Mappe ist gestrichen. Also ich glaube, die Inszenierung wird gut, weil ich bei den meisten Requisiten hier schon weiß, warum sie da liegen. Das ist nicht immer so. Also gibt ja auch den Fall, da liegen 40 Kettensägen und man spielt Pippi Langstrumpf. Aber das ist natürlich die künstlerische Freiheit, wie das dann aussieht. Vielen Dank. Toi, 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 vielleicht schaffe ich es mal die Vorstellung anzugucken.
jetzt gehen wir hier diese Treppe hoch. Also da ist wirklich mittlerweile, abends ist das super international. Es kommen Leute aus Buenos Aires und New York hierher, um hier Fotos zu machen, wie geglückte Integration lebensbejahend aussehen kann. Hallo, grüß Sie. Ja? Aus Nürtingen. Ja, und Sie, wo kommen Sie her? Aus Degerloch. Hallole. Ziehen Sie jetzt wieder nach Stuttgart? Hätten Sie was? Es ist doch hier nichts mit Wohnraum, oder? Ja, ich wüsste was. Wo? Am Bobs an der Dannickerstraße. Ist das wirklich wahr? Ja, 160 Quadratmeter. Gehört es Ihnen? Nein, leider nicht. Aber wie kommen Sie da drauf jetzt? Weil es direkt neben mir ist. Da hätten wir viel Spaß zusammen. Und da wohnen Sie? Da wohne ich. Ja, und wer ist das, eine Zwangsinsolvenz? Oder wer? Nein, das ist jemand ausgezogen und fertig aus. Eine Wohnung? Ja. Ah, das ist für Sie natürlich nichts. Doch, ich wohne eigentlich gerne in der Wohnung, weil man hat was zu tun. 160 Quadratmeter. Schöne große Garage für den Jaguar. Die Kinder sind ja ausgezogen bei Ihnen. Das wissen Sie mehr als ich. Oh. Alles Gute für Sie. Danke, hat mich gefreut. Herr Schmidt, ciao, danke. Tschüss. Ist aber auch nicht schlecht. Wohnungsangebot, mitten auf der Treppe. Das da unten ist der Schlossplatz und das ist der kleine Schlossplatz, glaube ich. Und hier hinten, wenn Sie also mit einem schönen, tiefer gelegten Auto hier am Wochenende reinfahren wollen, können Sie da hinten direkt von der Straße reinfahren. Ich habe das schon mehrfach beobachtet, wird sehr kulant gehandhabt. Und was ich jetzt natürlich beobachte, diese leichte Angst in den Pupillen, wo wir uns mit Kameras nähern. Hallo, darf ich Sie was fragen? Sind Sie Stuttgarter? Nein. Nein, wo kommen Sie her? Ich bin Berliner, ursprünglich Berliner, aber ich bin schon lange. Und Sie? Ich komme ursprünglich aus Ostfriesland und lebe auch schon lange mit ihm zusammen. Ach, aus Ostfriesland? Ja. Und wie gefällt Ihnen Stuttgart? Ja, durchwachsen, ja. Ja, das interessiert mich aber. Die Halbhöhenlage ist sehr schön. Okay. Ja, wunderbar. Ja. Die Innenstadt weniger. Wir haben schon zwei Damen aus Sinsheim getroffen, die aber begeistert waren von Stuttgart. Für die ist das Großstadt. Gut, vielen Dank. Schönen Tag noch, ja? Dankeschön. Genau, danke. Tschüss. Gerne, natürlich, ja. Wer fotografiert? Ah ja, so, okay. So. Wir waren schon immer im Markthalle und so, aber es hat nie geklappt. Sie haben mich schon in der Markthalle gesehen? Ja, ja. Ach so, nein. Ja. Da gehen Sie mir hinterher? Nee. Nein. Das ist ein Zufall. Okay. Tschüss, danke. Tschüss, danke. Sie gehen uns auch schon eine Weile hinterher, oder? Ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Kann ich was für Sie tun oder wie? Nee. Ja, eine Wohnung in Köln, dann will ich wieder zurückgehen. Sie brauchen eine Wohnung in Köln? Ja. Also, wenn ich was höre, kann ich mich gerne mal melden, ne? Ja, das ist lieb. Danke. Ich drücke die Daumen. Danke. Alles gut. Ja, ciao. Aber irgendwie scheine ich so eine Maklerausstrahlung zu haben. Der eine bietet mir eine Wohnung an, der andere fragt, ob ich eine für ihn habe, oder? Das ist echt der Wahnsinn, ja. Das ist das Studentenwohnheim, in dem ich gewohnt habe. Und mein Zimmer war im ersten Stock. Dankeschön, danke. Von 1978 bis 1981 habe ich hier gewohnt. Und hier war mein Zimmer im Studentenwohnheim. 102 Flow. Niemand da zu sein? Oh. Ist nicht abgeschlossen, aber kann man dann doch nicht reingehen. Schade, hätte mich jetzt interessiert hier, das lustige Studentenleben. Hier die Dusche. Immer noch. Hallo, duscht hier jemand? Oh, sorry, excuse me. Hallo. Entschuldigung, sorry. Da duscht gerade jemand. Kommen Sie raus, wir gehen mit der Kamera weg. Wo müssen Sie lang? Hier lang, da lang? Hier lang? Ja. Sind Sie Flo? Nee. Ah, nee. Ich bin Miriam, hi. Ach so, hi. Where are you from? Von hier. Ach so, von hier, sorry. Ja. Nee, wir wollen nicht filmen. Ich habe hier vor 40 Jahren mal gewohnt. Ja, witzig. In 102 und das wollten wir gucken. Und hier ist aber nicht abgeschlossen. Ja, und Flo ist immer auf. Ehrlich? Ja. Ja. Wo ist er? Die, der, Flo? Der studiert Kirchenmusik. Wirklich? Und wo ist er? Wahrscheinlich üben. Ach so, super. Ja. Okay, sorry. Ich wollte jetzt mal. Ist hier noch immer die Küche, ja? Die ist immer noch da. Ja, okay, danke. Vielen Dank, ne? Ja, das ist die Küche. Auch die Küche sieht noch so aus wie vor 40 Jahren.
Genau so sah die Küche aus. Genau so war es bestuhlt. Hier, ich glaube, das ist auch noch das Essen von Will. Und man kann sich das so vorstellen, ich saß hier und schwadronierte eigentlich durch. Und auch der Aufräumfaktor beruhigt mich, weil ich dachte jetzt, die Studenten heute seien alle so Hightech und Ding. Es ist echt, wenn ich mir das hier angucke, das Fenster zum Backofen, alles noch, wie man es kennt, fantastisch. Jetzt ist ja Miriam raus. Das ist die Dusche, das sind jetzt zwei. Da war früher eine Dusche. Und da gab es dann natürlich teilweise wildes Geklopfe an der Tür und so. Beeil dich, geh mal raus, sei nicht ewig. Außer man duschte zu zweit aus ökologischen Gründen. Sauber gemacht werden musste halt in Absprache. Ne? War jetzt nicht so mein Ding, aber so diese Hausmeistergeste habe ich drauf, so den Fußabstreifer korrigieren. Das ist jetzt hier die legendäre Schauspielschule und da auf den Titel lege ich Wert. Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Obertsplatz 2 in Stuttgart. Ja? Nicht irgendwie Schauspielstudio Elvira Putenschlund, sondern vom Land Baden-Württemberg bezahlt, weil das sensationelle ganze Ausbildung gratis. Das muss man ja schon mal sagen. Ja? Dann gehen wir hoch in den wichtigsten Raum. Das ist Zimmer 106, der hieß aber nur 106. Da fand die Aufnahmeprüfung statt. Hallo? Dürfen wir einmal kurz reingucken? Wir hatten früher hier den Unterricht, ja? Hallo? Wir wollen nur einmal kurz reingucken. Oh, das sieht jetzt toll aus, ja? Ja, und hier sieht man noch die Streifen. Hier war ein Podest, also hier war eine kleine Bühne. Hier saß auf Stühlen das Prüfungskomitee. Die Leute, die die Aufnahmeprüfung machen wollten, saßen draußen im Flur und wurden einzeln reingeholt. Und ich bretterte hier rein mit der Aufnahmeprüfung gleich mal als erstes Prinz von Homburg. Dann hieß es Danke und dann ging man wieder raus und wartete. Und dann saß man auf dem Flur, schluchzte, fluchte, schrie. Und dann ging die Tür auf und einer kam raus mit so einer Liste und sagte, ich lese jetzt die Namen von denen vor, die morgen noch mal kommen können. Und dann ging man weg und schrie, wollt ihr hier eh nicht hin und so, ich gehe jetzt an die Falkenberg und, oder ich habe noch einen Termin am Reinhardt-Seminar und Stuttgart ist mir eh zu spießig und, oder ich mache jetzt überhaupt gleich einen Film und so. Und ja, und die anderen fingen dann hier an mit der Ausbildung. Das ist die Terrasse vom großen Prüfungsraum. Ich weiß, ich war hier nie während der Schauspielzeit. Ich weiß keine Ahnung, wer hier das als benutzen durfte. Wahrscheinlich nur der Rektor. Keine Ahnung. Aber es ist natürlich dieser wahnsinnige Blick über Stuttgart. Und da unten diese Baustelle eigentlich, der Stolz vieler Stuttgarter. Ich finde ja am lustigsten, wenn Stuttgarter versuchen, hip zu sein. Ja? Also der, zum Beispiel der Satz, wir sind nächste Woche im Pitch in Berlin. Das passt eigentlich nicht zu dieser Sprache. Aber ich finde es sehr sympathisch, weil muss ja auch nicht sein. Das ist schon alles sehr okay, aber hip ist woanders. Und ich bin überhaupt kein Fan von hip. Ich war auch nie hip. Ja? Hip bedeutet ja immer nur eine Zeit lang irgendwo angesagt zu sein. Und längerfristig muss man dann immer sich in so einem gewissen Mittelfeld bewegen. Hallo! Fantastisch, hallo! Super! Ah, das ist Happiness pur. So. Stop. Ja gut, dann haben wir es, oder?